Moin Moin und ganz herzlich willkommen zu den Kinotipps. Und heute gibt es endlich mal wieder ein Special. Jens, ich freue mich. Großartig, oder? Das ist so toll hier. Wahnsinn. Genau. Wir sind heute im Automuseum Prototyp. Vielen Dank an dieser Stelle, dass wir hier sein dürfen. Und es gibt was zu gewinnen. Schon mal ein vorgezogenes Gewinnspiel. Und zwar zwei Tickets für die wirklich großartige und sehenswerte Dauerausstellung hier im Automuseum Prototyp in der Hafen City, direkt an der Grenze zur Speicherstadt, gibt es zu gewinnen auf unserer Facebook-Seite. Dazu später mehr. Jens, ich drücke dir die einfach mal in die Hand. Dankeschön. Denn ja, irgendwas ist ja anders. Erstmal sieht Porkus wieder speziell aus. Und wir auch. Du siehst übrigens super aus, du kannst alles tragen, das ist Wahnsinn. Ja, aber ich muss sagen, dir steht ein Rennfahreranzug auch nicht schlecht. Dankeschön, ich muss zugeben, ich fühle mich nicht so richtig wohl, weil er zwickt und zwackt doch so ein bisschen. Ja, meiner ist aber auch eine Nummer zu eng, muss ich ehrlich sagen, wobei die sollen ja sitzen wie eine zweite Haut. Ja, es geht natürlich um einen ganz speziellen Film, darum sind wir hier aus gutem Grund. Du in Ford Blau und ich in Ferrari Rot, also ein großes, legendäres Battle, kann man ja sagen, in der Historie. Hinter uns übrigens zu sehen, zwei Fahrzeuge, die perfekt dazu passen, darum sind wir auch hier im Prototyp. Und das ist einmal der Audi R8R, ein Le Mans Prototyp aus dem Jahre 98 und hier ein Fahrzeug modernerer Couleur, das ist der Porsche 919 Hybrid aus dem Jahre 2017. So sehen die Le Mans Fahrzeuge heute dann aus. Das ist großartig, erstmal die jetzt hier wirklich live erleben zu können. Und es ist tatsächlich ein Unterschied zu den Autos, die wir jetzt aus den 60er Jahren kennen, denn der Film, über den wir reden, hat den Originaltitel tatsächlich Ford versus Ferrari im europäischen Raum, aber den Verleihtitel Le Mans 66. Sieh genau hin. Da draußen wartet die perfekte Runde. Kannst du sie sehen? Ich denke schon. Die meisten können es nicht. Angenommen, Henry Ford II. Will den besten Rennwagen bauen, den die Welt je gesehen hat, um die 24 Stunden von Le Mans zu gewinnen. Was braucht er dafür? Etwas, das nicht käuflich ist. Geschwindigkeit kann man kaufen. Es geht nicht um Geschwindigkeit. Sie brauchen einen Vollblut-Rennfahrer hinterm Lenkrad. Das ist Ken Miles. Ich traue ihm nicht über den Weg. Wir hörten, er sei schwierig. Nein, Ken ist ein Schusshündchen. Das ist nicht das erste Mal, dass Ford in den Krieg zieht. Wir sind mehr als nur Papiertiger. Also los, Carol. Ziehen Sie in den Krieg. Danke, Sir. Denkst du, du kannst Ferrari besiegen? Ich werde es versuchen. Wir sind leichter und schneller. Wenn das nicht reicht, sind wir fieser. Wir werden Geschichte schreiben. Le Mans 66. Ja, Le Mans 66 spielt in den 60er Jahren und es geht um das legendäre Rennen Ford gegen Ferrari. Ford war nicht vertreten bei dem Le Mans Autorennen, das 24-Stunden-Rennen, legendär, und wollte aber unbedingt mitmischen, weil es darum geht, es geht um Prestige. Es geht auch darum, eine Vormachtstellung zu beweisen und zu zeigen, wer hat eigentlich den besseren Motor. Und Ferrari ist natürlich ganz weit oben, gewinnt jedes Rennen, jedes Jahr und ist eigentlich ein Gegner, an dem man sich nicht herantrauen kann. Und Ford sagt, okay, wir machen das und ist da extrem ambitioniert. Die holen sich einen Motorenspezialisten, gespielt von Matt Damon, der sagt, ja, okay, das können wir schaffen, wenn wir richtig viel Geld da reinbuttern und wenn wir uns den besten Fahrer holen, den es gibt. Dieser Fahrer, der wird gespielt von Christian Bale und ist ein sehr spezieller Charakter. Er ist nicht der umgänglichste, er kann nicht so richtig gut mit Menschen umgehen. Schön gesagt, schön diplomatisch ausgedrückt. Genau. Ja. Er ist jemand, der liebt Motoren, der lebt Motoren, der hat Diesel im Blut. Mhm. Und gemeinsam sind diese beiden leidenschaftlichen Spezialisten jetzt da am Werk, um ein Auto zu bauen, einen Motor neu zu entwickeln, der es mit Ferrari aufnehmen kann. Sie schaffen es dann auch in den Qualifikationen tatsächlich ins Rennen zu kommen. Und dann ist die zweite Hälfte des Films eben das Rennen 1966, wo dann zum ersten Mal drei Ford-Wagen gegen Ferrari antreten und wir sind ganz dicht dabei bei dem Fahrer, dessen Ziel es ist, unbedingt hier eine perfekte Runde zu fahren, dieses Rennen zu gewinnen. Und es geht aber auch um die Querelen innerhalb von Ford, weil innerhalb von Ford, das ist ein riesiger Konzern, da gibt es natürlich Strukturen im Vorstand. Jeder will so ein bisschen beweisen, das ist mein Prestigeprojekt oder ich kann das aber besser leisten, ich kann dieses Projekt besser anleiten, ich
ab da mehr zu sagen. Und das spielte auch so ein bisschen rein, diese Konzernpolitik, das ist ganz interessant mit eingewoben in die Geschichte. Und das ist erstmal oberflächlich gesehen die Handlung. Also es geht darum, wie Ford den Wagen entwickelt und was dieser Fahrer dann aus diesem Wagen macht. Aber die oberflächliche Handlung ist natürlich nicht alles, weil da steckt noch sehr viel mehr dahinter, weil der Film eine ganz, ganz tolle Charakterstudie ist und genau beleuchtet, worum es diesen beiden Männern, die da dieses Auto entwickeln, eigentlich wirklich geht. Und ich bin heute sehr froh, mit dir über diesen Film speziell reden zu können, weil du den auch schon gesehen hast. Wir haben ihn zusammen gesehen, das heißt, wir können jetzt richtig in die Tiefe gehen und da ein bisschen analysieren. Richtig, und ich bin dir an dieser Stelle sehr dankbar, dass ich den schon vorab sehen durfte. Wir waren ja in der Pressevorstellung, das heißt, wir durften den schon vor allen anderen sehen und ich finde ihn wahnsinnig gelungen. Und das Tolle ist erstmal, keine Angst jetzt, liebe Zuschauer, an alle diejenigen gerichtet, die sagen, Motorsport sind wir nicht so im Thema, man muss dafür kein Experte sein. Also natürlich kommen Autofans, Motorsportfans wie ich, die wirklich durch und durch begeistert sind auf ihre Kosten. Das ist alles sehr realistisch und sehr nah an der Originalgeschichte, aber auch, was du gesagt hast, diese Handlung, die ein bisschen in die Tiefe geht, das ist ein sehr zwischenmenschliches Konstrukt, was da beschrieben wird. Das kann also wirklich jeder schauen, diesen Film. Und was ist letztendlich dabei rausgekommen? Der Ford GT40, ein legendärer Rennwagen. Selbst der Shelby Cobra, der legendäre, diese Zusammenarbeit zwischen Shelby und Ford, wird da nochmal en Detail dargestellt. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, diesen Film zu schauen, wenn man Motorsport begeistert ist, aber auch, wenn man damit vielleicht noch nicht so viel zu tun hat. Ganz richtig. Und was du sagst, ich bin jetzt kein Motorsport-Experte, außer dem Steve McQueen-Film Le Mans, der auch sehr sehenswert ist. Der ist gut, ja. Wusste ich nicht viel über das Rennen, habe mich jetzt sehr gefreut, mehr zu erfahren. Und ich bin halt jemand, mir ist wichtig in einem Film, dass ich mit den Charakteren mitfiebern kann, dass ich mich da reinleben kann, was treibt die an. Und das ist das Fantastische. Der Film ist eine richtig gute Charakterstudie und er funktioniert eben auf allen Ebenen. Also ich war absolut unterhalten von den spektakulären, spannenden Rennszenen und ich war gefesselt von den menschlichen Momenten und der Entwicklung der Figuren. Also funktioniert auf allen Ebenen. Genau, ein sehr sehenswerter Film und eben auch dieser Mythos, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans wird einfach nochmal sehr gut dargestellt mit all seinen Besonderheiten und allem, was das Ganze letztendlich ausmacht. Das ist sehr gut dargestellt, muss ich sagen. Kannst du mir da einen kleineren Einblick geben in dieses Rennen wirklich? Was ist das Besondere an dem Le Mans-Rennen? Ja, es ist wirklich insofern ganz besonderes, weil der Name verrät es ja schon, die 24 Stunden von Le Mans. Also das ist ja eigentlich, wenn man sich's vor Augen führt, Wahnsinn, ein Rennen wirklich über 24 Stunden durchzuführen. Das Ganze gibt es seit Jahren, in den 20er Jahren zum ersten Mal ausgetragen. Ursprünglich war das Ganze ein Langzeit-Streckentest sozusagen in Form eines Rennens. Also die Hersteller haben einfach geguckt, okay, was halten unsere Motoren aus, wie gut ist unser Material, wie weit können wir gehen. Ursprünglich waren es zwei Fahrer, die sich abgewechselt haben, immer wieder innerhalb dieser 24 Stunden. Aktuell sind es drei Fahrer in den neueren Auflagen, wenn du so mal auf die Flaggen der Nationalität und die Namen schaust. Das sind jetzt drei Fahrer im Team, die sich abwechseln. Ganz früher war es tatsächlich so, dass nur die Fahrer selbst am Fahrzeug etwas reparieren durften, wenn was kaputt gegangen wäre. Das heißt, das musst du dir mal vorstellen, in der Formel 1 heutzutage dauert ein Boxenstopp knapp über eine Sekunde. Damals bist du als Fahrer in die Box gefahren, ausgestiegen, hast deinen Wagen repariert und bist dann weitergefahren. Also Wahnsinn. Wirklich unglaublich. Zum anderen die Strecke natürlich. Das sind Landstraßen in Frankreich. Also wenn dort kein Rennen ausgetragen wird, sind es im Prinzip ganz normal genutzte Landstraßen. Abgesehen natürlich von diesem Start-Ziel-Bereich mit den Zuschauertribünen, die wir auch im Film gesehen haben mit der Boxengasse. Und was ansonsten eben besonders war damals, bis in die 60er Jahre hinein, auch im Film gesehen, die Rennfahrer sitzen ja nicht im Fahrzeug vor dem Start, sondern stehen davor und müssen, wenn der Startschuss ertönt, quasi erstmal zum Fahrzeug sprinten und dann losfahren. Das fand ich im Film wirklich bizarr, das zu sehen. Und das kannte ich gar nicht. Nee, da sind dann auch wirklich die ersten Unfälle passiert. Und kleiner Einschub da am Rande. Ein Porsche hat ja heutzutage immer noch das Zündschloss links. Und das stammt tatsächlich aus dieser Le Mans-Zeit von Porsche, denn wenn du dir mal vorstellst, du sprintest zum Wagen und bist dann auf dem Weg nach drin, du kannst den Wagen schon starten, wenn du noch gar nicht richtig drin sitzt. Und das hat sich Porsche bis heute eben beibehalten, das Zündschloss auf der linken Seite zu haben. Auf der anderen Seite ist es zu schweren Unfällen gekommen, denn die Wagen sind ja so aus dieser schrägen Startposition gestartet, da sind die ersten kollidiert. Die Fahrer waren verleitet dazu, unter Zeitdruck sich nicht anzuschnallen. Da gab es einen sehr tragischen Unfall in den 60er Jahren, ich meine, es war 69, ein Porsche-Pilot, der gleich in der ersten Runde aus dem Fahrzeug herausgeschleudert wurde. Wow.
tödlich verunglückt, weil er sich nicht angeschnallt hatte. Man hat irgendwann gesagt, das ist zu gefährlich, das lassen wir sein. Das gibt's heute nicht mehr. Vielen Dank für den Einblick. Spektakulär. Gerne, gerne. Und das Rennen bis heute wahrscheinlich super populär. Absolut. Und immer gut besucht, volle Ränge. Absolut. Und jedes Jahr traditionell im Juni findet das statt, die 24 Stunden von Le Mans. Absolutes Highlight. Und allein wenn man sich mal die Entwicklung anschaut von den Fahrzeugen, die wir da jetzt in den 60er Jahren im Film gesehen haben, bis hin zu diesen ja, futuristisch anmutenden Fahrzeugen, ja. Das ist schon heutzutage was ganz anderes. Damals war es natürlich noch ein bisschen mehr mit dem Mythos behaftet. Man hat es ja auch in dem Einspieler gesehen, in dem Trailer. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob alles aufgelöst wird. Aber Rennfahrer haben damals regelmäßig ihr Leben riskiert. Und das ist heutzutage natürlich stellenweise noch so, aber es gibt so viele Sicherheitssysteme und Vorkehrungen. Damals waren Rennfahrer, anders als heute, ich will denen das nicht absprechen, richtige Helden. Ja. Das war brandgefährlich. Ja. Ich bleib nochmal beim Beispiel Formel 1, wenn du dir heutzutage ein Rennen anschaust. Wie gesagt, ein Boxenstopp dauert irgendwie 1-2 Sekunden, wenn er richtig gut läuft. Das ist schon mal kein Vergleich zu der Zeit, die man vielleicht noch in den 90er oder 2000ern gebraucht hat, 90er Jahren, 2000er. Und dass dann beim Auftankvorgang auf einmal das Auto kurz Feuer fängt und dann abgelöscht wird und irgendwelche Schrauben runterfallen oder einfach eine neue Bremse eingebaut wird. Das gibt es heutzutage einfach so alles nicht mehr. Das ist Wahnsinn, ja. Was die damals geleistet haben. Du hast das wunderschöne Wort Mythos benutzt, weil ein Mythos und Legenden, die entstehen, wenn ein Mensch etwas sehr, sehr ernst nimmt, etwas mit vollem Einsatz macht und mit absoluter Leidenschaft daran geht. Und da möchte ich gerne nochmal auf die Figuren zurückkommen, gerade auf diesen Fahrer, Ken Miles, ja. Gespielt von Christian Bale. Im Original mit einem hervorragenden britischen Akzent. stimmt, ja. Und ich fand das großartig, weil wir lernen ihn kennen und er ist unnahbar. Er hat eine eigene Werkstatt und er beleidigt einen Kunden, nur weil ihm nicht gefällt, wie der mit seinem Auto umgeht. Und man merkt, das Auto ist ihm wichtiger, als jetzt Geld damit zu verdienen. Und dann kommt aber so ein Bruch, weil seine Familie kommt ins Spiel. Wir merken sofort, dass diese Familie für ihn ganz genauso wichtig ist. Also er ist ein Familienmann, er hat einen Sohn, eine Frau, beide liebt er sehr. Und in einer Szene des Films wäre er sogar bereit, alles, alle Autos, seine Garage, alles aufzugeben für seine Frau. Und das sagt er nicht einfach nur so, um sie zu beruhigen, sondern das meint er ernst. Das merkt man, wie Christian Bale das spielt. Das war sehr intensiv und ganz, ganz leise, emotional, das hat mir gefallen. Also er ist ein Mensch, der immer alles gibt, immer 100%, vollen Einsatz. Und dann ist es aber so, dass auch seine Familie sagt, nein, wir wollen, dass du fährst, wir wollen, dass du mit diesem Auto arbeitest. Und dann ist es halt das. Er macht nur noch dieses Auto und alles in seinem Leben dreht sich nur noch um dieses Auto. Und auch darum, dieses Auto perfekt zu fahren in diesem Rennen. Und diese Rennszenen, das finde ich das Wunderschöne an diesem Film, sind einerseits ist das Action, weil du hast halt Autos, die da mit unglaublichen Geschwindigkeiten um die Kurven brausen und ganz enge Überholmanöver machen. Aber andererseits sind wir auch intim bei ihm im Cockpit und in seiner Gedankenwelt, wie er jetzt diese Strecke für sich sieht, wie er das wahrnimmt, wenn als wäre er allein plötzlich, als gäbe es gar keine anderen Autofahrer mehr. Ja. Das fand ich auch faszinierend an dem Film, dass dieser Spagat da so wunderschön gelingt. Zwischen der Action und diesem intimen Moment und das nicht als getrennte Segmente, sondern in einem. Also innerhalb der Action sind wir plötzlich ganz dicht bei diesem Fahrer. Fand ich ganz toll gemacht. Ich muss einmal kurz zwischendurch anmerken, ich habe nicht mitgezählt, wie viele Fremdwörter Jens bisher benutzt hat oder ob ich vielleicht einen doofen Witz gemacht habe. Abgesehen davon, Porkus trägt heute eine Sturmhaube und einen Rennfahrerhelm. Da kann man eh nichts einwerfen heute. Ja. Das lassen wir mal sein. Du hast aber absolut recht. Und ich hatte bei dem Film am Anfang so ein bisschen meine Bedenken, denn ich bin auch im wahren Leben, ich trage jetzt Ferrari Rot, ich bin riesengroßer Italien-Fan und wahnsinnig großer Fan von der Scuderia Ferrari. Und das ist eben die Ford-Erfolgsgeschichte. Das war ja damals auch tatsächlich so. Ich hatte aber Angst bei dieser amerikanischen Produktion, dass es eben so ein Ford-Werbefilm sein wird und die Ferrari-Angestellten so als die Trottel dargestellt werden. Das war zum Glück nicht so und auch Henry Ford II wurde als ziemlich unsympathisch, als mieser Kerl irgendwie dargestellt. Ja. Und auch diese ganze, was du heutzutage Stallregie und Absprachen nennst, dass es letztendlich nur um das Wohl von diesem Konzern ging und sie die Fahrer untereinander gegeneinander ausgespielt haben.
Das wurde sehr gut dargestellt und es war absolut nicht das, was ich befürchtet hatte. Auch nicht, dass wirklich in jeder zweiten Einstellung ein brennendes Auto durch die Gegend fliegt und sich 40.000 Mal überschlägt. Während die Amerika-Flagge geschwungen wird. Genau, das ist es zum Glück absolut nicht und deswegen hat mir der Film so unglaublich gut gefallen. Ganz genau. Ferrari wird mit absolutem Respekt dargestellt. Auch da natürlich, ich weiß nicht, wie weit das da an der Geschichte drin ist, der Verkauf, an wen wurden die verkauft? Fiat? Später. Also, da gab es ja auch noch so einfach politische Geschichten innerhalb von Ferrari, die da mit Ford taktiert haben. Wobei zunächst wollte ja, Ford hat ja tatsächlich versucht, die Rennsportabteilung genau. von Ferrari dann erstmal sich anzueignen und aufzukaufen. Ja. Da gab es ja dann diese Verhandlungen im Film, da wollen wir auch noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber die fühlten sich dann natürlich in ihrer Ehre beleidigt und haben gesagt, ihr könnt uns mal, richtig. Vergesst es. Und dann haben sie ja erst gesagt, okay, jetzt gehen wir unseren eigenen Weg und entwickeln diesen Ford GT40. Genau. Und da fand ich es eben auch schön, dass gezeigt wird, Ferrari ist eben diese Traditionsarbeit, da wird mit unglaublicher Liebe zum Detail gearbeitet. Es wird immer wieder betont, dass Ferrari die schöneren Autos macht und dass Ferrari einfach Weltklasse ist und dass da wenig drüber geht. Also es wird auch mit Respekt behandelt, da wird nichts irgendwie abgetan. Ach, das ist ja nur Ferrari. Im Gegenteil, da wird ganz, ganz, wow, Ferrari. Also mit Respekt alles behandelt und in den höchsten Tönen gelobt. Jenser, es gibt ja wieder was zu gewinnen. Einmal, wir sind ja hier im Automuseum Prototyp. Schönen Dank, dass wir hier sein dürfen und drehen dürfen. Es gibt für diese fantastische Dauerausstellung, sehr spannend, sehr sehenswert, zwei Tickets zu gewinnen. Eins hat Jens davon gerade runtergeworfen. Es sind also tatsächlich zwei davon. Die gibt es zu gewinnen auf unserer Facebook-Seite, die Dauerausstellung zu sehen mit historischen Rennwagen. Ganz, ganz breit gefächert, unter anderem ja zwei Le Mans-Fahrzeuge, der Audi R8R Prototyp 1998 und der Porsche 919 Hybrid aus 2017. So sehen Le Mans-Fahrzeuge heute aus. Wunderschön. Und dann, damit unsere Zuschauer sich auch ein eigenes Bild von dem Film machen können, hat uns der Verleih dankenswerterweise 10 Freikarten zur Verfügung gestellt. Das gibt es auch nicht alle Tage, sodass wir 5x2 Freikarten für Le Mans 66 verlosen können. Auch dafür auf unsere Facebook-Seite gehen und am Gewinnspiel teilnehmen. Jens, ich gebe dir das eine Ticket mal wieder zurück. Das kannst du ja auf unseren Schemel da legen, hinter Porkus. Danke. Ich weiß, hier gibt es im Prototyp einen Fahrsimulator, einen Porsche 356 Speedster im Prinzip. Ja, entsprechend umgebaut. Da können wir uns gleich noch mal ein bisschen duellieren. Das macht eine Menge Spaß, habe ich schon sehr oft ausprobiert. Der Film wurde inszeniert von James Mangold. James Mangold wurde so ein bisschen bekannter durch den Film Copland, damals mit Sylvester Stallone. Ein sehr schönes Drama und danach hat er Filme unterschiedlicher Couleur gedreht. Mal einen Liebesfilm mit Hugh Jackman, einen sehr guten Thriller mit John Cusack und dann Walk the Line, den du ja auch kennst und magst. Finde ich großartig. Die Johnny Cash-Geschichte, der ist von dem Regisseur, der sehr gern eben mit intensiven Charakteren und Figuren arbeitet. Und zuletzt hatte er Logan Wolverine, eine Comic-Verfilmung, aber eine sehr düstere, die sich dadurch hervortat, dass sie eben für Erwachsene war und sehr ernst an dieses Comic-Thema ranging. Und der Erfolg gerade von Logan, der gab ihm dann den Auftrieb, dass er jetzt sein Traumprojekt Le Mans 66 auch mit der Ausstattung und mit der Größe verwirklichen konnte, die er wollte. Und ich bin Fan von dem Film, ich kann den wirklich nur empfehlen. Der funktioniert für mich auf allen Ebenen. Er funktioniert als wunderschöne Charakterstudie, als Actionfilm, als Historienfilm, als einfach Film für Menschen, die Autos lieben, sowohl was einfach nur das Sounddesign angeht, wenn so ein Motor aufgedreht wird, als auch was die Ästhetik der Karosserien angeht. Ich finde den Film ganz fantastisch. Ja, und ich muss sagen, es war für mich natürlich ganz klar, dass ich diesen Film gucken würde. Ich bin dir dankbar, dass du mich zur Pressevorstellung mitgenommen hast. Also ich bin jemand, der nicht jeden Neustart im Kino guckt und das wissen natürlich auch die Leute, die mich gut kennen. Und so sagte mein Bruder witzigerweise, das war ja klar, dass du eigentlich fast keinen neuen Film im Kino schaust, aber bei Le Mans 66 natürlich schon im Pressescreening vorab warst. Also insofern, ja, natürlich, ein wahnsinnig guter Film, hat mir echt gut gefallen. Schön. Jenser, das war's von uns mit dem Spezial, oder wie ist das? Hast du noch was? Ich hab nichts mehr. Ich auch nicht. Dann haben wir natürlich ein Gewinnspiel für Sie, für euch, liebe Zuschauer. facebook.de/frühcafé-hamburg1 oder Sie schicken uns eine E-Mail, gutenmorgen@hamburg1.de. Es gibt Tickets zu gewinnen für den Film, 5x2 und 2 Tickets fürs Automuseum Prototyp. Wo drehen wir das nächste Spezial? In der Karibik? Ich hoffe, dass ein Science-Fiction-Film kommt und wir in Cape Canaveral was machen können. Das wäre eine gute Sache. Das machen wir. Wir kümmern uns nochmal um einen Sponsor für die Reisekosten und dann geht's los. Fantastisch. Tschüss.